Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es ist Sonntag, der 7. im Herbst und es ist hier gar nichts fertig. Ach Manu, warum denn? Zum Glück, oh doch, zum Glück, ein bisschen Mais ist fertig. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wir müssen jetzt gar nicht mehr ganz so viele Felder gießen. Das finde ich schon mal richtig gut. Wir haben in der letzten Folge einige Sprinkler gemacht. Das freut mich sehr. Und das werden wir natürlich auch in nächster Zeit noch tun. Also, das hier ist auch noch nicht fertig. Das hier ist gesprengt. Das ist schön. Das bedeutet, wir brauchen nur noch die beiden. Und da unten ist soweit alles fertig, ne? Ach, schön. Gut, das gefällt mir ja richtig gut. Hallo Pizza, hallo Mozzarella. Schön, dass ihr auch da seid. Lasst ihr mich mal bitte an den Schmelzofen hoch. Das wäre total super. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht heute beim Pierre vorbeigehen und noch 8-mal Saat oder so kaufen. Ich weiß noch gar nicht, was. Vielleicht mal die Weintrauben. Die haben wir ja noch gar nicht. Fände ich ganz gut, wenn wir da bei Gelegenheit ein bisschen Wein machen könnten. So, also das Ei kommt erstmal hier rein. Die Mayonnaise verkaufen wir gleich. Jetzt geht es aber kurz zu Tiramisu. Und da ist bestimmt ein bisschen Käse fertig. Ja, da ist sie auch schon draußen. Ja, ich mache hier aber direkt mal zu, damit du hier nicht überall so rumstreunerst. Und dann schauen wir mal. Den Käse schnappen wir uns. Es ist jetzt natürlich blöd, dass sie jetzt wieder draußen ist. Da müssen wir jetzt ein bisschen hin und her mit dem Melk. Huch, nein. Hin und her mit dem Melkkübel. Aber gut. Wir haben ja Zeit, ne? 7:40 Uhr. So, hier ist der Melkkübel. Dann kannst du direkt mal bitte wieder ein kleines bisschen Milch geben. Juhu, sehr schön. Und das kommt dann vorerst hier in die Kiste. Zack und zack. Und das hier wird dann verkauft. Warum habe ich den Mais dabei? Ach ja, weil ich ihn gerade geerntet habe, genau. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, war da vielleicht irgendwas von wegen Gemeinschaftszentrum oder so, aber nein. Das haben wir auch in der letzten Folge relativ erfolgreich gemacht. Und wir können jetzt die Loren benutzen. Stimmt. Irgendwas war da und ja, es waren die Loren. Ich wollte jetzt trotzdem mal eben nachschauen. Also davon haben wir drei. Das bedeutet, wir brauchen, wenn dann, ein bisschen verfeinerten Quarz, ne? Und wir haben echt nur noch zweimal Kohle. Wow, das ist nicht so cool. Also, das wollte ich verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Ja, zweimal Kohle, Leute, das ist nicht viel. Das bedeutet, wir müssen eigentlich ein bisschen in die Minen gehen, ne? Würde ich jetzt fast behaupten. Aber okay, so, den packe ich jetzt erstmal wieder hier rein. Den müssen wir nicht mitnehmen, das müssen wir nicht mitnehmen. Die Omni-Geode nehmen wir mit. Kupfergießkanne packe ich auch erstmal weg. Und dann schauen wir mal. Ach ja, der Riffbarsch. Oh, Leute, ich wollte doch nachschauen. Ich wollte doch nachschauen, wo man den Riffbarsch findet. Aber gut. So, da wir jetzt sowieso zum Pierre müssen, werde ich jetzt die Lore zu Clint nicht benutzen. Habe ich gerade kurz überlegt, ob ich da mit der Lore hinfahre. Aber wir können ja mal schauen. Vielleicht fahren wir mit der Lore zurück oder zur Mine oder wo auch immer hin. Hat denn heute jemand Geburtstag? Nein. Der nächste Geburtstag ist von Jody am 11. Okay. Ich suche nach jemandem, der mir Kupfererz mal 35 bringt. Dein Ernst? Echt, dein Ernst, Clint, schon wieder? Das würde bedeuten, dass wir das, was wir haben, aus unserer Truhe holen. Das müsste ja dann 30 sein, ne? Ich habe die ja gar nicht weiter verarbeitet. Ja, okay. So, Pierre, jetzt muss ich aber erstmal schauen. Also Senfkohl, Kürbis. Kürbis haben wir ausgesät, ne? Den brauchen wir nämlich noch fürs Gemeinschaftszentrum. Preiselbeersaat, die ist ganz schön teuer. Amaranth, Weintrauben. Passt mal auf, wenn wir einfach mal 8 davon kaufen. Ja. Dann ist das hoffentlich okay. Gut. Dann gehe ich jetzt doch noch zur Farm, sähe das Ganze eben aus. Und eventuell ist das schon der Quarz fertig, sodass wir direkt den passenden Sprinkler dazu haben. Das finde ich ganz schön. Und ja, dann gucken wir, was das Kupfererz angeht. Können dann vielleicht noch für die 5, die wir noch brauchen, in die Mine fahren. Mit der Lore dann zum ersten Mal. Und ja, dann müssen wir mal schauen, was sonst noch so abgeht. Wo habe ich jetzt gerade die Gießkanne hingepackt? Ich weiß es nicht. Hier ist sie nicht. Ist sie vielleicht hier? Nein, hier ist sie auch nicht. Dann ist sie hier. So, und wie viel brauchtest du? 30. Wo habe ich denn den ganzen Kram? Ach, 35. Den ganzen Kram hingepackt. Ich habe das jetzt so unordentlich mit dieser einen doofen Kiste hier, ne? Wo ist denn das ganze Zeug? Sag mal. Ist das hier drin? 36, warte mal, und ach, du brauchst 35. Oh, das ist ja, wow, das ist super. Ja, passt auf, dann machen wir das so. Dann gehen wir nämlich gar nicht in die Mine, umso besser. Umso besser, das freut mich. So, dann nehmen wir das alles schön einzeln mit. Es hat aber jetzt trotzdem funktioniert, ne? Ja, rede mit Clint. Sehr schön, gut, gut.
dann sehen wir das hier jetzt erstmal aus. Das mache ich dann einfach da unten. So, besonders schön wirkt das dann nicht unbedingt. Können die überhaupt? Ja doch, die können auch so nah nebeneinander sein, oder? Das ist doch bei denen kein Problem. Ist doch wie beim Hopfen, oder? Ja, passt auch dahin. Supi. So, dann wäre es nur schlau, wenn ich vorher den Sprinkler habe. Ne? Das bedeutet, wir machen das so und so. Und dann schnappe ich mir da oben noch ein bisschen Quarz. So, das kommt mit. Jetzt muss ich nochmal Eisen und was war das andere? Gold. Habe ich das denn überhaupt noch? Blöde Frage. Ich habe noch Gold, ich habe noch Eisen. Das sieht doch ganz gut aus. So, Nummer 1. Und dann machen wir auch direkt noch Nummer 2. Ach, schön. So, ich glaube, das Problem ist nur, dass der dann heute ja nicht mehr unbedingt sprengt. Ne? Kann ich den dann mal so reinsetzen? Dass der heute nicht mehr sprengt, oder? Macht er das noch? Ich weiß es nicht. Passt das dahin? Ja, das passt. Also schön ist es nicht unbedingt. Das gefällt mir jetzt optisch nicht so gut. Aber das ist halb so wild. So, das bedeutet, ich packe das hier erstmal wieder weg. Den hier packe ich jetzt auch erstmal weg. Ich würde aber sagen, dann kommt der hier rein, damit ich nicht ganz so verwirrt bin. So, dann füllen wir jetzt eben unsere Gießkanne auf, gießen das da alles und dann gehen wir, wie gesagt, zum Clint, beziehungsweise können ja auch dann zum Clint fahren. Also das nochmal und das nochmal. Und dann lief das doch jetzt in letzter Zeit echt ganz gut mit den Sprinklern. Es hat jetzt alles ein bisschen gedauert, bis wir sie dann tatsächlich hatten. Aber hier komme ich jetzt nicht rum, ne? Doof. Aber jetzt läuft es doch. So, ist das hier unten auch gegossen? Ja, sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, springen wir einfach mal hier oben in die Lore und gehen zum guten Clint. Und dann ist ja vielleicht trotzdem noch Zeit, um heute ein kleines bisschen zu angeln. So, hier ist sonst nichts und wir fahren mit der Lore zum ersten Mal und wir möchten gerne in die Stadt. Und da sind wir auch schon. Ach, super. Das geht ja richtig schnell. Hallo, lieber Clint. Ich werde dich jetzt anquatschen. Und ja, ich habe dir die Erze gebracht. Du sagst auch immer wieder das Gleiche. Und hier ist meine Bezahlung. Dankeschön. 360. Leute, wir könnten uns rein theoretisch den Pferdestall leisten, ne? Könnten wir eigentlich tun. 6.000 kostet der. Oh, das bringen wir definitiv zu unter. Oder hatte er das schon? Ich weiß es nicht. Noch 5-mal Erz und ein Stein. Ja, gut. Okay, das haben wir, glaube ich, auch schon. Ozeanstein, doch, kommt mir bekannt vor. Und nochmal ein Feuerquarz. Okay, okay. Das hier hatten wir, ja, wir hatten das tatsächlich alles schon. Nee, das hier noch nicht. Hämatit. Okay, gut. Gunther, wehe, du hast keine Belohnung für uns. Das würde mich sehr traurig machen, denn ich habe schon lange keine Belohnung mehr von dir bekommen. Ich werde nicht mal bei der Mülltonne belohnt. Schade. So, mein Lieber, dem Museum spenden. Wo packen wir das hin? Hier, komm. Ja, neue Belohnung. Oh, super. Und was ist es? Bitte irgendwas Cooles. Nichts fürs Haus. Es ist eine Vogelscheuche. Ja, okay. Gut. Sammlervogelscheuche. Ja. Okay. Besser als nichts. Vielen, vielen Dank, lieber Gunther. So, und der Kram wird dann verkauft. Ich glaube, den kann ich auch irgendwie schleifen oder so. Also in diese Maschine packen. Hallo, Lea. Hier gibt es eine Menge guter Orte zum Spazieren. Es fühlt sich gut an, sich die Beine zu vertreten. Oh, und du bist ganz alleine, ne? Geh doch mal hier zum Harvey, der immer so ein bisschen gruselig aussieht. Ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Ich sollte versuchen, ein paar Patienten aus anderen Städten zu holen. Ja, dann versuch das doch. Das wirst du aber nicht schaffen, wenn du da unten am Fluss rumstehst. Das ist dann nicht besonders effizient. So, die nehmen wir mit Elliot. Warte, 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 warte. Warte. Ich muss daran denken, heute meine Pflanzen zu gießen. Und diesmal nicht mit Salzwasser. Habe ich irgendwas, was ich dir schenken kann? Magst du wohl Feuerquarz oder magst du eine Muschel? Ich könnte mir fast vorstellen, dass er am ehesten eine Muschel mag. Oh, ein Geschenk. Danke dir. Ja, das klingt doch ganz okay. So, die nehmen wir noch mit. Gucken nochmal ganz fix hoch. Gucken nochmal ganz fix hier vorne. Da ist nämlich noch ein Seeigel. Das ist ganz gut. Da ist sonst nichts mehr. Da oben, hoch, da oben sind noch Würmchen. Bitte ein Buch, damit wir das mal... Oh, Golderz. Noch besser. Ich habe nichts gesagt. Ich habe jetzt gerade erst gedacht, ja, bitte ein Buch, damit wir da mal die Sammlung bei Gunther vervollständigen. Aber mit Golderz bin ich natürlich auch sehr zufrieden. Und ich werde jetzt erstmal hier noch den Boden aufhauen. Na, komm schon. Ja, ein Buch. Ach, Suki. Das freut mich. Ja, du hast ein verlorenes Buch gefunden. Und jetzt würde ich mich ganz gerne mal hier hinstellen in der Hoffnung, dass wir vielleicht... hier diesen Riffbarsch fangen. Ich meine, 3 Stück, ne? Das ist echt eine Hausnummer, ganz ehrlich. Also wenn wir einen fangen, ist das ja schön und gut. Aber dann müssen wir immer noch die Hoffnung haben.
Wow. Immer noch die Hoffnung darauf haben, dass wir noch zwei weitere fischen. Und ja, mal sehen. Und? Ich möchte vielleicht was anbeißen. Oh nö, komm. Komm, hier ist es blöd. Ich gehe weiter nach unten. Ich habe die Hoffnung, dass hier ein paar mehr Fische sind. Ich habe mich jetzt auch... Na toll. Ich habe mich jetzt auch nicht informiert. Vor dieser Aufnahme habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Sonst hätte ich das getan. Wo ich diesen Riffbarsch finde. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, eher im Ozean. Es kann natürlich sein, in der Nacht oder so... Sag mal, was ist denn hier heute los? Was ist denn hier los? Ja, es kann natürlich sein, in der Nacht. Klar, ist möglich, aber... Ich weiß ja nicht, ob bitte lass es ein Riffbarsch sein. Nee, das ist irgendwas relativ Einfaches, was ich auch schon kenne. Und es ist perfekt, das ist schön. Es ist die Sardine. Ach Mann. Wisst ihr, was ich mal eben kurz mache? Aquarium. Flussfische. Also Gotteslachs, Katzenfisch, Tiger. Okay. Nachtfische, Glasaugenbarsch, Brasse und Aal. Okay. Das sind die Spezialfische. Das sind die ja auch nicht, ne? Nee, nee, das sind sie nicht. Teichfische, Forellenbarsch. Da fehlt uns noch der Stör. Okay, den haben wir nach wie vor nicht. Und das hier sind die Ozeanfische. Da wollte ich die Sardine mal hinbringen, ne? Das ist der Riffbarsch. Der Riffbarsch ist rot. Haben wir denn nicht schon? Aber es ist gut zu wissen, also Ozeanfische. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ich hier dann tatsächlich richtig bin. Und wer weiß, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Bitte, ein Riffbarsch. Oh, das ist ein bisschen schwieriger als die Sardine. Oder doch nicht, jetzt macht er gar nichts mehr. Könnte eine Sardelle sein. Wenn es keine Sardine ist, dann ist es die Sardelle. Nein, es ist trotzdem die Sardine. Okay. Bitte, wir haben nur noch heute, um die Riffbarsche zu fangen. Bitte. Und perfekt. Ja, perfekt. Ist immer schön. Das freut mich. Eine Sardelle. Ach man. Spiel, ärger mich nicht. Framerate. Krieg dich wieder ein. Dankeschön. So. Und? Das ist totales Anglerpech, was wir hier haben. Und ich habe das Gefühl, ich habe immer Pech. Das könnte auch was anderes sein. Oh, ein Schatz. Ja, den kriege ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass ich den kriege. Ist schon gar nicht, wenn die Framerate mir hier gerade so einen Strich durch die Rechnung macht. Wow, es ist ja gerade unerträglich. Das ist die Seegurke. Das ist super. Ich warte mal eben kurz. Hat sich jetzt ein bisschen eingependelt? Nee, gar nicht. Ich muss meinen PC neu aufsetzen. Wirklich, mir bleibt keine andere Möglichkeit. Ich muss mal eben kurz warten, es tut mir echt leid. Mir bleibt keine andere Möglichkeit. Das ist einfach nur noch nervig im Moment. Aber gut, ich jammer da jetzt auch schon irgendwie 5 Tage drüber, anstatt dass ich das Ding wirklich aus dem Fenster werfe oder neu aufsetze. Aber ja, Schatz, ich weiß nicht, ob wir den bekommen. Ja, perfekt, perfekt ist schön und gut, aber jetzt finde ich hier die ganze Zeit die Seegurken. Ach komm. Oh, Spiel. Kannst du mal bitte auch für mich auf den Zeiger zu gehen? Es geht gerade gar nichts mehr. Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so, so leid. So, mal eben kurz die Aufnahme unterbrochen und direkt einen Fisch gefangen. Es tut mir leid. Ich kann es nur wiederholen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann nichts machen, eine Sardelle. Ja, toll. Was soll ich mit Sardelle? Ich brauche Riffbarsch. Und vor allem brauche ich eine konstante... Und gute Framerate. Das ist noch viel wichtiger. Das ist doch wieder hier irgendwie Sardine, Sardelle oder was Kleines. Ach Mist, hätte perfekt werden können. Komm, das gibt es doch nicht. Jetzt mal wirklich, oder? Willi angelt da auch schon. Der hat wahrscheinlich mehr Glück als ich. Aber das ist ja auch der, der die Riffbarsche haben will. Soll er sich die selber fangen? Also ganz ehrlich. Weil hier scheint das ja irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Ey, das gibt es nicht. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen fange, kann ich ihn eh nicht mitnehmen. Und. Und. Oh, da. Oh, das könnte was anderes sein. Das ist auch was anderes. Und? Was ist das? Weißer Thun. Oh, okay, dann würde ich sagen, kommt das hier erstmal weg. Das kommt da rein. Oh, okay. Bevorzugt Temperaturkanten, an denen warmes auf kühles Wasser trifft. Okay. So, es ist jetzt nach 18 Uhr. Vielleicht ist 18 Uhr irgendwie so die Zeit, wo die Fische wechseln.
Und plötzlich gibt es dann hier Riffbarsche und weiße Tune ohne Ende. Das wäre richtig gut. Nee, das ist wieder was Simples. Und? Ey, das gibt es doch nicht. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich angel. Also wirklich. Diese ganzen Fischquests, Angelquests sind doch echt immer blöd. Vor allem, weil es dann nicht ein Fisch ist, sondern direkt mal drei. Komm schon, das ist doch wieder eine Sardine. Es ist eine Sardelle. Willi, es tut mir sehr leid. Du warst das doch, ne? 0 von 3 Riffbarsch. Ja, viel Glück, Willi. Es tut mir sehr leid, aber das mache ich nicht länger. Also echt nicht. Das ist richtig doof. Ich kann gucken, ob ich einen dabei habe, aber das bringt mir auch nichts. Vor allem, weil die Quest ja dann jetzt sowieso vorbei ist. Richtig doof, aber gut. Ich hoffe, dass wir dann heute zumindest ein bisschen Geld in die Kasse bekommen durch dieses wunderbare, was war das? Durch diesen wunderbaren Ozeanstein. Und sonst haben wir nicht viel gemacht, ne? Der Käse müsste jetzt fertig sein, aber gut. Ist dann auch nicht so wichtig. Vielleicht ist ja morgen der Kürbis mal fertig. Das finde ich richtig super. So, dass wir den schon mal ins Gemeinschaftszentrum bringen können. Und mit der Sardine muss ich gleich nochmal eben kurz schauen, ob wir die jetzt tatsächlich schon hatten oder nicht. So, also, ich würde sagen, das kommt hier rein. Davon habe ich ja auch eine, ne? Ach, eine habe ich davon. Wisst ihr was? Dann kommt die weg. Das kommt definitiv weg. Ja, komm, das verkaufe ich jetzt auch. Der kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Stein behalten wir. Das ist die normale Sardine. Das ist eine Sardelle. Das bedeutet, ich verkaufe die und ich verkaufe die drei Sardinen. Und den weißen Thun würde ich gerne behalten. Das kommt erstmal da rein. Vogelscheuche packe ich auch erstmal hier hin. Das kommt auch kurz weg. So, und das sind jetzt die Sardellen. Und das ist der weiße Thun. Und dann gucken wir mal eben beim Aquarium, Ozeanfische. So, wir haben das und das. Das ist der Riffbarsch. Und die Sardine brauchen wir. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns... Ist das jetzt das, die Sardelle? Das ist die Sardine. Okay, eine Sardine schnappen wir uns. Und ja, Riffbarsch haben wir dann wohl nicht, ne? Ist das einer Rotbarbe? Rotbarbe ist was anderes als ein Riffbarsch. Ach, Mann! Oh, wie doof. Können wir denn hier noch ein bisschen was machen? Ja, ich kann jetzt das hier erstmal weghauen. Genau. Ach, schön. So, was ist mit den beiden? Ich mache die jetzt einfach mal weg. So. Und das da in der Mitte kommt natürlich auch weg. Das ist trotzdem nach wie vor ein bisschen unordentlich hier alles. Ganz ehrlich. Aber okay. Habe ich denn noch zwei davon? Ja, super. Das sind genau die zwei, die mir jetzt noch fehlen. Dass ich das hier jetzt zumindest einigermaßen schön habe, aber blöd aufgeteilt ist es trotzdem alles. Dann muss ich mir vielleicht mal für den kommenden Frühling was anderes überlegen. So, und jetzt gehe ich ins Bett und vergesse einfach den Riffbarsch. Neues Herstellungsrezept, Dreher und ein Fallenfischköder. Das ist nicht schlecht. Das freut mich sehr. So, wie viel haben wir? Wow, 1700. Das war ja heute mal richtig erfolgreich. Schön. So, was sagt das Wetter? Was sagen die Quests? Was müssen wir tun? Es ist auf jeden Fall Sonnenschein, das ist schon mal gut. Oh, und wir haben mal wieder Post. Wer schreibt uns? Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Kopf verloren. Kannst du helfen, Linus? Ja, natürlich. Dem Linus helfe ich doch immer. Bärenkorb. Finde Linus Korb und bringe ihn zu ihm zurück. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Linus, was? Ich weiß es nicht. Wo könnte der sein? Also ich würde jetzt vermuten, dass das vielleicht irgendwo bei ihm da in der Nähe ist. Aber es kann auch da im Wald sein oder unten, wo früher mal die Frühlingszwiebeln waren. Oh Gott, es kann überall sein. So, das hier wird alles gegossen. Das ist schön und gut. Die beiden hier darf ich nicht vernachlässigen. So, gießen wir das hier erstmal. Da oben ist jetzt gerade nichts drin, aber ist auch okay soweit. So, ihr habt mir wieder ein großes und ein normales Ei beschert. Da schaue ich gleich mal kurz nach, dass ich das hier reinpacke. Bräuchte ich nicht auch das Ei, Speisekammer, Handwerker? Nee, Handwerker ist es nicht, Bündel Tier. Was brauche ich denn? Ich brauche das große Ei, ne? Und was ist das hier? Ein großes Ei, aber ein braunes und einmal große Milch. Okay, das bedeutet, großes Ei könnten wir rein theoretisch hinbringen. Wisst ihr, was ich mache? Ich gebe Struppel mal wieder was zu trinken. Der ist hier wieder voll am Verdursten, der Arme. So, Ei wegbringen, Sardine wegbringen ins Gemeinschaftszentrum und dann, ja, machen wir uns auf die Suche nach Linus Korb. Und ich wollte nochmal eben nachschauen, oh
Okay, das haben wir noch gar nicht. Dieses wunderbare Fass, um das helle Bier zu machen. Das haben wir leider noch nicht. So, meine Liebe, du bist jetzt gerade im Stall. Das trifft sich richtig gut. Bleib da bloß drin. Bleib da bloß drin, meine Liebe. So, das hier kommt mit. Und dann wirst du jetzt erstmal gemolken. Ja, einmal liebhaben, einmal melken. Und dann schnappe ich mir das hier mal eben kurz. Einfach mal so 5 oder so passen da ja, glaube ich, drauf. So, dann bekommst du hier wieder was zu futtern. Nein, es passen 4 hin. Dann kommt das wieder weg. Und dann darfst du jetzt auch gerne rausgehen, meine liebe Tiramisu. Das kommt dann hier rein. Den Käse nehmen wir mit zum Verkaufen. Beziehungsweise erstmal da ein... Nein, da einen wieder reinpacken. Ach so, mein Gott, mein Gott. Ich bin auch doof, ne? Ich will den Käse in die Käsemaschine packen. Ja, das ist klug. Das ist richtig klug. So, Linus, ich habe keine Ahnung, wo dein Korb sein könnte. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Hier nehmen wir nochmal ein bisschen mit, um so nach und nach unser Silo zu füllen. Da ist nichts drin. Schade. Hier können wir mal wieder ein paar Bäume fällen. Aber wisst ihr, was ich glaube? Dass der Winter sich auch ziemlich gut eignen wird, also hoffentlich gut eignen wird, um die Farm ein wenig schön zu machen. Ich überlege gerade was. Und zwar überlege ich, wenn ich das schon mal versetze, ach, dann muss ich ja den Zaun weghauen, ne? Ich habe nämlich gerade schon überlegt, ob wir uns den Pferdestall holen. Den möchte ich gerne relativ nah am Haus haben. Und ob wir dann schon den Hühnerstall hier versetzen. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal noch. Ja, das werde ich erstmal lassen, sobald die beiden Einmachtdinger da fertig sind und wir die auch abreißen können, dann können wir das eventuell machen. So, ist hier oben irgendwie was? Nein, leider nicht. Dann schauen wir mal, was es heute für Quests gibt und ja, gehen auf die Suche nach Linus Korb. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich werde es zuallererst oben versuchen, also im oberen Gebiet, da wo er auch wohnt. Und dann schauen wir einfach mal. Was haben wir hier? Nein, nichts angeln. Damit du die Kunst, des Angelns nicht in Vergessenheit gerät. An jeden Fischliebhaber, der Forellenbarsch mal 2 fängt. Oh nein. Oh Willi. Oh Willi, warum? Und Forellenbarsch war, glaube ich, Fluss, ne? Oh, Leute, können wir nicht hier was machen? Ja! Oh, wie cool, Brombeeren. Oh, richtig gut. So, jetzt bringe ich aber erstmal das Ei und die Sardine hier ins Gemeinschaftszentrum. So, Aquarium, Ozeanfische. Dann kommst du erstmal da rein. Und das hier war jetzt der Buntbarsch. Ne? Ich wollte noch mal eben kurz schauen. Nein, da ist es nicht. Nachtfischen, nein. Teichfische, Forellenbarsch. Okay, bedeutet, ich muss zu einem Teich, wenn ich das denn tatsächlich für den guten Willi machen möchte. War das hier? Speisekammer, Nutzpflanzen, Tier. Wo haben wir Tier? Hier. So, kommt auf jeden Fall schon mal das große Ei rein. Ja, Linus. Mensch, das tut mir echt leid mit deinem Korb. Ich komme jetzt erstmal oben bei dir vorbei und schau, ob sich da was getan hat. Der könnte ja auch super versteckt sein, ne? Also, ich habe keine Ahnung. Ist wieder so eine Sache, an die ich mich null erinnern kann. Aber wenn, dann wäre es ja irgendwo in Waldnähe total logisch, ne? Ich gehe jetzt hier einmal rum. Also ich glaube nicht, dass ich da hinten bei der Abenteurergilde oder so vorbei muss. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er da seinen Korb hat. Hier oben ist er auch nicht, okay? Dann plündere ich mal eben seinen Brombeerbaum da. Wie gemein, ne? Da hat er schon seinen Korb verloren und wir plündern dann hier erstmal seine Büsche und Sträucher. Jo, die nehmen wir mit, das da oben gleich auch. Aber ich möchte erstmal zu ihm rein. Wenn er denn da ist. Nein, ist er gar nicht. Wir können auch oben schauen, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. Gucken wir einfach mal oben am Bahnhof. Vielleicht ist da irgendetwas. Ansonsten, oh Linus, hier stehst du. Kann ich dir was geben? Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, bitte, immer gerne. Ich habe die Höhlen weit erkundet. Sie hüten ein paar Geheimnisse. Ja, Linus, das weiß ich. Das wissen wir nur allzu gut. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir hier fündig werden und deinen Korb sehen werden. Ich gehe jetzt einfach komplett hier außen rum und schau einfach mal. Kann er nicht einfach das hier nehmen? Das ist doch auch irgendein Behälter. Aber ich glaube nicht. Ne? Was habe ich hier Schönes? Oh, 2 Steine. Wow, super. Und was haben wir hier? Oh, ein Buch. Ja, schön. Oh, Linus, das tut mir jetzt echt voll leid. Also wirklich. Wobei ich es auch komisch finde, dass er nicht selbst auf die Suche geht, ne? Dass er da jetzt einfach so rumsteht, so nach dem Motto, ja, du findest das schon, mach das mal. Aber okay.
So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier lang. Da ist noch eine Haselnuss, war das, glaube ich, ne? Eine Haselnuss, jawohl. Und als nächstes würde ich dann sagen, gehen wir unten bei unserer Farm rum. Da können wir auch mal schauen, ob mittlerweile in diesen Krabbenreusen wieder irgendwas drin ist. Wäre auch schon ewig nicht mehr nachgeschaut. Ja gut, ich lasse jetzt mal die Mayonnaise da ein bisschen Mayonnaise sein. Und dann kann ich hier noch ein bisschen was mitnehmen. So, damit auch schön unser Silo gefüllt wird. Und ich sehe gerade, habe ich da beim letzten Mal keine Köder reingetan. Oh, das ist ja richtig blöd. Wie ging das denn jetzt nochmal? Also irgendwie das hier wegnehmen, ne? Köder wegnehmen, genau. Und dann zack. Und zack. Und zack. So, dann aber auf jeden Fall hier wieder dran machen. Ja, also wir müssen am Teich die Forellenbarsche, sagt man dann Bärsche? Nee, Barsche, ne? Barsche fangen und wie gesagt Linus Korb, ne? Wow, hier ist ja richtig was los. Voll die coole Brombeerzeit. Das ist ja richtig gut. Ja, Linus, ich habe keine Ahnung. Hier könnten wir angeln. Ich glaube, das mache ich auch ein bisschen. Es ist gerade... Oh, hallo Jess. Es ist gerade erst 13.40 Uhr. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich habe schon wieder vermasselt. Oh, das tut mir leid. Ich habe sie voll aus dem Konzept gebracht. Das tut mir leid. Das tut mir echt leid. So, Forellenbarsch, dreimal, bitte. Und... Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich hier in diesem Teich bislang immer nur Mist gefunden habe. Also echt immer nur Müll und keine Ahnung. Aber vielleicht haben wir Glück und das hier ist ein Forellenbarsch. Es war auf jeden Fall perfekt. Es ist kein Forellenbarsch. Es ist ein Schwarzbarsch. Ach Willi, warum bist du so anspruchsvoll, was deine Barsche angeht? Finde ich richtig doof, ehrlich gesagt. Aber okay. Hm? So, jetzt aber. Oh, das ist ein Forellenbarsch. Das sehe ich schon. Das ist einer, ich bin mir sicher. Und perfekt wird es leider nicht. Es ist keiner. Okay. Gleich ist wieder das ganze Inventar voll mit irgendeinem anderen Kram. Mit 100 Schwarzbarschen oder so. Und? Nein, Treibholz. Ich möchte kein Treibholz. Und? Bitte? Och nö, Müll. Ach, was soll das denn? Und? Ey, das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Ich stelle mich hier gleich an eine andere Ecke. Hier in der Mitte fischt man ja irgendwie nur Müll, ne? Und? Oh, jetzt aber. Endlich mal wieder ein Treffer. Und was ist es? Wahrscheinlich der Schwarzbarsch oder der Kaulbarsch oder der normale Barsch? Oder ein Buntbarsch? Okay. Ich laufe ein bisschen rum. Sammel hier noch die Brombeeren auf jeden Fall ein. Und dann, na, nimm die auch noch mit. Und dann können wir gleich mal schauen. Vielleicht gehen wir nochmal hierhin zurück. Aber ich würde jetzt erstmal gerne gucken, ob wir hier irgendwo Linus Korb finden. Hier sind so viele Brombeeren. Also wenn ich auf der Suche nach Brombeeren wäre, was ich ja so nebenbei ein bisschen sogar bin, dann würde ich, glaube ich, hier hingehen. Und der Linus ist doch ein schlauer Fuchs, ne? Der kam bestimmt auch auf die Idee, hier hinzugehen. Komme ich hier nicht vorbei? Doch, komme ich. Da unten ist auch noch was. Da oben ist auch noch was. Oh Mann, hier wimmelt es ja von Brombeeren. Voll gut. Linus, wo hast du deinen Korb hingestellt? Sag es mir. Ich kann jetzt einmal unten bei der Hutmaus rum. Da komme ich ja nicht rum, ne? Da ist ja immer nur dieses komische Tanzfest. Nein, hier ist auch nichts, was nach Korb aussieht. Hier ist die Hutmaus. Wir können mal schauen, was sie so für Hüte im Angebot hat. Kam da irgendwas Neues dazu? Ich wollte ja super gerne dieses Wassermelonenband, ne? Kostet 1000. Blaue Mütze, oh Gott. Oh Gott, gepunktete Schleife. Wollen wir einfach mal 1000 investieren? Einfach so, just for fun. Komm, wir machen das jetzt. Wir machen das, das kommt hier hin und dann setzen wir den Kram einfach mal auf. Wie funktioniert denn das so? Oh, wie süß. Ja, toll. Dafür habe ich jetzt 1000 Gold ausgegeben. Richtig gut. Wow. Aber okay, wir haben... Also 7000, finde ich, ist jetzt schon gut. Wir können uns den Pferdestall leisten und so. Das ist schon gar nicht so schlecht. Von daher werden wir bestimmt auch heute ein bisschen was wieder reinbekommen. Sofern wir denn die ganzen Brombeeren verkaufen. Wir haben 33. Wow. Nicht schlecht. Und da unten habe ich Würmchen gesehen. Und es ist ein Buch. Oh, super. Richtig gut, aber von Linus Korb ist trotzdem noch nichts zu sehen, ne? Was ist denn hier los mit den Brombeeren?
Das ist das Brombeerparadies hier. Komm, nimm die noch mit. Oh, cool. Oder vielleicht bedeutet das, wenn hier noch so viele Brombeeren sind, dass der Linus gar nicht so weit gekommen ist und sein Korb hier nicht steht, sondern irgendwo, ja, weiß ich nicht. Vielleicht doch mitten in der Stadt oder so. Ich habe keine Ahnung. So, die nehmen wir noch mit. Wie ist denn das eigentlich? Da sind nochmal Würmchen. Zählt das hier? Oh, zählt das hier jetzt auch als Teich? Muss ich mal eben kurz schauen. Wir gucken mal auf die Karte. Nee, nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Ich denke, das wird dann eher als Fluss zählen. Aber hier ist nichts. Da ist noch ein Pilz. Den nehmen wir mit. Dann gehen wir doch mal hier lang. Das ist jetzt genau die andere Seite, ne? Genau, nimm die nochmal mit. Tja, Linus, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, vor allem, weil ich auch gar nicht weiß, wie sieht dieser Korb aus. Ist der vielleicht hier im Wald? Da könnten wir hingehen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Komme ich da so nicht vorbei, ohne den da kaputt zu kloppen? Komme ich hier durch? Ja, gut. Dann schauen wir mal. Ich kann es mir aber kaum vorstellen. Nee. Hier sind nur die Viecher. Wir können die Pilze mitnehmen. Ich laufe jetzt mal gerade vor denen weg, ne? Ich muss sie ja nicht unbedingt töten. Das nehmen wir mit. Gewöhnlicher Pilz. Da sind nochmal Brombeeren. Ja, nimm sie mit, aber trotzdem. Nichts zu sehen vom Korb. Nee, da unten auch nicht. Da sind nur noch Brombeeren. Nimm die bitte mit. 51? Wow, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Ich überlege jetzt schon, ob ich die einfach alle verkaufe, um wieder Geld in die Kasse zu kriegen. Oder ob wir sagen, wir behalten die, um dann später, keine Ahnung, Marmelade oder was auch immer daraus zu machen. Aber ganz ehrlich, wir werden später so viel Obst, Gemüse und Zeug zum Einlegen haben, dass ich die 51 jetzt nicht unbedingt behalten muss. Wir können gleich mal schauen, wie viele ich da generell noch habe. Ja, Linus, es tut mir leid. Ich habe deinen Korb heute nicht gefunden. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir ihn am nächsten Tag finden. Das finde ich ganz gut. So, hier können wir noch ein bisschen was mitnehmen, um das Silo zu füllen. So, da ist was fertig. Ich weiß, ist aber gerade gar nicht so wichtig. Wobei wir noch ein bisschen auf der Farm machen könnten, rein theoretisch. Jetzt möchte ich aber erstmal gerne wissen, also, hier haben wir, ach, das sind Weintrauben. Davon haben wir 3 Leute. Wisst ihr was, ich verkaufe die jetzt alle. Ich verkaufe die jetzt echt alle. Was ist das? Schwarzbarsch, gute Qualität. Ja, ich verkaufe den ganzen Kram, also abgesehen vielleicht von den Fasern hier, den, ne? Der gemischten Saat und den Steinen. Das muss ja dann auch nicht sein. So, das kommt weg und das kommt dahin. Und die kann ich, wo kann ich sie anpflanzen? Ich würde sagen, einfach mal da so. Jo, sehr schön. Dann packen wir das dahin. Da kann ich nochmal eben die Mayonnaise rausholen, genau. Und dann haben wir auch noch genug Eier. Ich könnte mir auch nochmal eine zweite Mayonnaise-Maschine, machen. Was braucht man dafür? Erdkristall, kupferbaren Holzsteine, weiß ich gerade gar nicht, ob ich den Erdkristall habe. So, hier wimmelt es wieder von Pilzen. Da fällt mir gerade ein, wir hatten doch diesen violetten Pilz, ne? Habe ich den eigentlich ins Gemeinschaftszentrum gebracht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das war von dem Bündel von Demetrius, ne? Ich sollte eventuell auch gießen. Genau, wäre gar nicht so schlecht. So, also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Nein, stopp, zurück. Kann ich das? Ich kann den noch zurücknehmen, aber das andere nicht, ne? Mist. Ich hätte nämlich die roten Pilze auch gebraucht, aber ganz ehrlich, die finden wir so häufig, dass es dann halb so wild. Schwarzes Brett, genau. Da hat nämlich, genau, die Emily, die möchte nämlich den Pilz haben. Das war dieser Kram und den violetten Pilz habe ich aber hoffentlich nicht verkauft. Ich kann ihn mir schon mal nehmen und dann ändern wir mal die Farbe der Kiste hier. Keine Ahnung, nee, gelb nicht schon wieder. Dunkles Lila, vielleicht mal ein Blau. Ja, komm, nehmen wir einfach mal das Blau. Und dann war es das für heute. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal Linus Korb finden. Das finde ich sehr schön. Und wir müssten aber ein bisschen was verdient haben, ne? Wahrscheinlich über 1000. Oh ja, oh ja. Wow, geil. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.